Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir sind momentan auf dieser tollen Nebenmission. Wir wollen alles Mögliche finden. Ich glaube, in Monte Regioni sind wir jetzt endlich fertig. Endlichst fertig. Das heißt für uns natürlich, wir dann aus der Stadt raus wie so ein Irrer. Richtig, du magst teuer sein. Und begeben uns zurück nach Venedig. In Venedig ist ja noch ein kleiner letzter Stadtteil. Ein kleiner letzter Stadtteil, wo wir noch die letzten Sachen finden wollen. Und dann haben wir ja noch, wir wollen nach da oben. Hier nach Canaregio. Ich weiß gar nicht, ob der für die Hauptgeschichte so einen Sinn hat an sich. Ich muss mal hier eben blättern. Entschuldigung, wenn es mal wieder lauter wird, weil ich suche meine Karten. Hier ist ja der. Das ist auch kein großer Stadtteil. Also sollte eigentlich fix vonstatten gehen. So, es liegt bei mir jetzt alles bereit. Wir müssen natürlich den nächsten Aussichtspunkt jetzt erstmal wieder finden. Der nächste Aussichtspunkt ist natürlich hier unten. Das ist sehr schön. Ja. Ja, da war gerade ein Datenbank-Eintrag. Hatte ich jetzt nicht nur so die Lust, das vorzulesen, einfach, weil da auch kein Bild zu war. Ich möchte mal sagen, dieser Stadtteil, der ist so ein bisschen so ein heruntergekommener Stadtteil, weil hier liegen viele Penner, Betrunkene, alle aufeinander. Und daran erkennt man ja schon, dass ein Stadtteil weniger beliebt ist. Aber, Entschuldigung, alter Mann. Aber da sind auch wieder Kuriermissionen, habe ich gerade einen Typen stehen. Oder es ist ein Typen, dessen Frau wir prügeln sollen. Aber da wir ein Gentleman sind, prügeln wir natürlich keine Frauen, sondern nur Männer, wenn die Männer fremd gehen. Aber nicht, wenn die Frauen fremd gehen. Weil das ist heutzutage die Emanzipation. Von heute ist das. So diese richtig Ego-Emanzen, die sind jetzt bestimmt so richtig so. Nee, wie kannst du sowas sagen? Ich meine, ich stehe auch total auf Emanzipation, aber ich habe auch den Grundsatz, wenn Gleichberechtigung, dann Gleichberechtigung, also dann auch wirklich Gleichberechtigung ist. Zum Beispiel, es kann ja nicht sein, ich habe mal ein Video gesehen. Ich meine, das wird jetzt sowieso so bla bla, aber das ist jetzt auch nicht alles so. Ich habe einst ein Video gesehen. Ja, wer hat. Man sieht wahrscheinlich in seinem Leben ziemlich viele Videos. Richtig. Wir brauchen noch einen Künstler. Und hier drin ist, glaube ich, die letzte Codex-Seite, die wir noch brauchen. Ja, machen wir das doch direkt mal, ne? Ach, guck mal, so ein Pseudo-Leonardo. Hier, nimm das Geld! Nimm! Nimm! Ja, du bist ja lustig. Aber ich. Verdammt, das ist Schiene. Auf jeden Fall, wir haben natürlich mal alle Videos gesehen, ne? Richtig. Ich habe zum Beispiel ein, ich habe beispielsweise mal ein Video gesehen, wo, ich bin hier! Schnappt mir den Bastard! Wo einfach mal der Vergleich gezogen wird. So von wegen Emanzipation, richtig. Wo einfach der Vergleich gezogen wird. Runter da, Stronzo! Oh. Wo einfach der Vergleich gezogen wird, eine Frau wird, also es wird ein Pärchen dargestellt in dem Video, die Frau wird von dem Mann angeschrien, der Mann wird auch angreiflich und dann hast du wirklich, also es ist natürlich auch alles öffentlich und dann hast du binnen von Sekunden, hast du dann einfach eine Gruppe Menschen stehen. Da ist der, auf ihn! Von mir. Du hättest mich den Schatz einfach nehmen lassen sollen. Aber okay. Und auf jeden Fall, binnen von Sekunden hast du es wirklich so, alle so ganz viele Leute, die sich da um dieses Pärchen geschart hat, die Frauen Schutz genommen haben. Was natürlich auch gut ist, weil man hat natürlich immer so die Befürchtung, dass wenn in der Öffentlichkeit irgendwas
Handgreifliches passiert, dass die Menschen ja oft nicht eingreifen. In der Situation wurde eingegriffen. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mal gucken, eben wo ungefähr die Feder ist. Ich glaube, das ist die... So. Das finde ich natürlich auch gut, wenn da eben natürlich auch Partei ergriffen wird, ist es sehr, also... Definitiv. Aber was ich dann einfach scheiße finde, wirklich, also das geht gar nicht eigentlich. Und das sind einfach auch noch, das entsteht einfach dadurch, dass eben noch mit alten Bildern im Kopf gehandelt wird. Und dann wird das gleiche Pärchen, geht nochmal über den gleichen Platz, natürlich zu einer anderen Zeit sicherlich, und drehen das Ganze einfach um, also quasi, dass der Typ von der Frau angeschissen wird und sie auch richtig handgreiflich wird. Und da finde ich, kann es zum Beispiel nicht sein. Ich meine, natürlich, es werden jetzt so Männer sagen, der Mann muss sich ja wehren können, bla bla bla, aber es ist einfach wirklich einfach, dieses Video ist ja letztendlich entstanden, um zu zeigen, dass die Gleichberechtigung noch lange nicht so weit ist. Weil das ist wirklich dann so gewesen, dass die Leute diesen Typen ausgelacht haben, weil er sich ja von seiner Freundin verprügeln lässt. Wo ich mir denke, ey, das kann doch nicht sein, dass eine Frau handgreiflich wird gegenüber einem Mann. Entschuldigt mal, das geht nicht. Das geht genauso wenig, wie ein Mann handgreiflich gegenüber einer Frau werden sollte. Also definitiv. Und da, deswegen, das zeigt auch wieder, von Gleichberechtigung sind wir noch lange nicht da. Was man natürlich vergisst, Frauen möchten die ganze Zeit gleichberechtigt werden wie die Männer, aber die Frauen räumen sich immer mehr Vorteile ein, die Männer dann gar nicht mehr haben plötzlich. Das heißt, wir Frauen setzen uns dann plötzlich von den Männern ab und irgendwann wird es dann wahrscheinlich, wenn das so weitergeht, könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich so eine Emanzipation gibt, die sich komplett umdreht, weil dann wirklich die Männer so unterbuttert werden und dann für ihre Emanzipation kämpfen müssen. Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Soll jetzt nicht gemein werden, aber... Wow, nur noch 10 Aussichtspunkte in dem Spiel. Ha? Ich hoffe, ich kriege das pünktlich fertig zu der neuen Assassin's Creed. Aber das ist momentan alles ein bisschen chaotisch bei mir, ne? Oh, San Giobbe. Als eines der ersten Beispiele venezianischer Renaissance-Architektur wurde diese Kirche vom dort begrabenen Dogen Cristoforo Moro für die Bewohner des nahen Hospiz erbaut. Cristoforo führte Venedigs Krieg gegen die Türken bis zu seinem Tod im Jahre 1471. Er hatte einen Sohn, Dante Moro, den er erbte, als dieser 1468 seinen Posten als Hauptmann der venezianischen Stadtwache verlor. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel über das Gebäude an sich ausgesagt, möchte ich mal anmerken. Aber okay. Wir müssen noch einen Künstler suchen, also einer der... Spann dich doch mal! Oh. Ja, ich betrete ja kein Dach gerade. Hä? Wie komme ich denn hier? Oh ne, muss ich jetzt hier echt einmal rum? Achso, hier können wir auch hoch, okay. Warnung! Ich glaube, wenn man das Spiel so ein bisschen länger spielt, dann hat man auch wirklich alle Sprüche von diesen Shoutcast, ich nenne sie immer Shoutcast an, von diesen, ach, wie heißen die denn? Herolden, genau. Von den Herolden hat man dann so an sich gehört. Hört her, ein Schiffsbrüchiger. Ja. Aber lasst mir mal wirklich Kommentare natürlich immer wieder gerne, wenn ich solche Themen... Ich meine, dass ich wirklich so seriöse Themen anspreche. Das passiert auch nur in so Momenten, wo ich mich nicht so ganz aufs Spiel konzentrieren muss. Weil... Einfach nur... Ach, hier ist ein Künstler, guck mal. Weil einfach nur bla bla bla. Hallo. Schatzkarten. Die ist aber teuer. Danke für eure Partner. Ich habe doch nur... Millionen. Lebenserwartung noch etwa 5 Minuten.
Nein, wir leben schon ein bisschen länger. Ich lebe schon 22 Jahre. Glaubt es kaum. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Wie komme ich jetzt hier wieder raus, ohne dass der mich sieht? Hey. So. Ich hoffe, es sind jetzt auch nicht zu viele Schätze hier wieder. Wir sind ja trotz allem ein bequemer Mensch. Also ich bin ein bequemer Mensch. Ich bin mittlerweile echt ein extrem... Ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich mittlerweile ein extrem entspannter Mensch. Und dann macht er wieder so Faxen mit mir. Wo man dann sagen könnte, ja doch nicht. Es war alles eine Lüge. Ich bin doch kein entspannter Mensch. Es geht mir alles auf den Keks. So. Bis jetzt haben wir keine Vogelvoliere gefunden. Aber selbst wenn es hier Attentate gäbe, dann könnte ich das ja auch bei diesen Dingern, die sind ja hier in den anderen Stadtteilen eben sehen, aber da ist nichts. So, bevor der jetzt zu weit rauszoomt, der Scharlatan. Wie kletter ich auf ein Stück Holz? It's not so easy as I thought. Immer diese. Dio Beato, wie bizarr. Nun gut, geht vor. Machen wir das heute mal mit denen. Weiß schon. Sagt euch etwas, Freund. Auf der Suche nach den Freuden der Stunde, die nie reisen lässt. So viele Freuden für so viele. Dann komme ich nicht. Müsstet ihr euch entspannen. Dann komme ich nicht. Zickst du jetzt drum, weil du durch eine Tür nicht laufen kannst? Blöde Kuh. Dusselige. Dusselige Kuh, du! Oder Idiot? Oh, die sind echt weg. Warum habe ich das nie eher gemacht? Dann komme ich nicht! Ist mir doch egal! Ihr haut ja eh bei der Bestgelegenheit direkt immer ab, blöden Kühe. Da! Er haut ab! Schneller! Schneller, Merda! Oh, wo ist denn jetzt der Schatz hier? Ach, da! Verdammt! Er kommt davon! Da! Ich sehe ihn nicht mehr! Er schmeißt mich einfach so runter, ey. Schön, dass meine Damen mir auch nicht bei Deckung helfen. Nein! Lol, wieso verprügeln jetzt die Zivilisten? Die angeheuerte Fraktion ist verloren. Du siehst mich doch gar nicht. Tust du nicht. Scheiße, das kann er nicht sein. Abschwärmen! Findet den Bastard! Halt nicht dich! Haha! Jetzt! Stirb! Stronzo! Das ist dein letzter Tag! Mein Gott, ihr habt's ja nicht anders gewollt, ne? Du sollst ihn töten, danke! Oh! Ey, ihr seid echt... So, ich hätte mich einfach ins Wasser fallen lassen sollen. Wie gesagt, ich bin ein ziemlich entspannter Mensch. Nur wenn es um Schätze sammeln geht, dann irgendwie nicht so. You don't see me. Keep calm. So. Ach, drauf geschissen. Da, 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 da. Er ist selbst schuld, er ist mir gerade auf die Nerven gegangen. Ich weiß, ich habe lange nicht mehr so fies gespielt, wie ich es jetzt spiele. Runter oder stirb! Runter da, Stronzo! Er
erstmal auf durchgehen und auf die andere Seite dann. Einfach um Ruhe zu haben. Das ist einzig richtig nervig im Spiel, dass die Wachen alle nur rummosern. Das ist wirklich ein Vorteil, das muss ich ganz ehrlich sagen, gerade zu Assassin's Creed 4. Das irgendwie entspannter. Oh, ich habe irgendwie momentan eine entzündete Zunge. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Das ist richtig. Ich finde das gerade scheiße, auf welcher Seite wir vom Gebäude sind. Ah, toll. Dann nimm die Leiter. Guck doch nicht immer so. Was tut er denn nur? Ja, Trepp. Weißt du, auf der einen Seite sagen sie dir, wenn du Treppen hochläufst, ist alles okay. Wenn du dann aber Treppen hochgelaufen bist und dann auf einem Dach stehst, sind alle pissig. Wo ist denn dieser doofe Schatz? Ah, gefunden. Alle, die Hilfe brauchen, sind hier willkommen. Was ich nicht verstehe, weil das wirkt ja wirklich wie ein etwas ärmerer, wie ein etwas ärmeres Viertel. Oh, hier sind nicht so viele Schätze tatsächlich. Was ich nicht verstehe. Komm, hab keine Angst. Ich will doch nur heilen. Warum heben die ganzen Schätze nicht auf? Es ist auch wirklich so ein bisschen so. Du weißt schon, dass hier hinter jeder Ecke ein Schatz vergraben. Nicht mal zwei Graben, die stehen ja wirklich offensichtlich hier herum. Ah, ich habe immer meine Zunge erzählt. Auf jeden Fall, ich habe momentan irgendwie eine entzündete Zunge. Zumindest so an der Zungenspitze und es tut wirklich scheiße weh manchmal. Also natürlich, wenn man so den ganzen Tag wach war und nicht geschlafen hat, dann ist das natürlich am Abend, ist das immer sehr extrem, wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme. Ich auch immer so viel rede auf der Arbeit. Ich bin eine geschwätzige Frau, das ist leider einfach so. Was heißt leider, warum nicht? Wenn ich keine geschwätzige Frau wäre, dann wäre ein Let's Play so. Es gibt keinen Grund, hier oben zu sein. Und mit dieser Stille könnte niemand leben. Na, bis wann chillt der denn? Der chillt ja immer noch nicht. Ah, jetzt chillt er. Okay. Ach nein, fuck, wir waren ja schon auf der richtigen Seite. Ich dachte, wir wären auf der falschen Seite. Hoppala! So ist das also. Wo ist denn der Heuwagen? Da! Spring in den Tod! Fast. So, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich alle Aussichtspunkte. Ja. Das heißt, wir müssen noch die Schätze einsammeln. Und natürlich die Federn. Auf die Federn habe ich jetzt irgendwie nicht ganz geachtet, als wir die Aussichtspunkte so an sich gemacht haben. Das ist natürlich manchmal ist das doof, manchmal ist das gut, keine Ahnung. Wir müssen jetzt ja eher erstmal hoch, um den nächsten Schatz zu finden. Da Schätze grundsätzlich auf geraden Flächen sind. So. Wer schreit, als würde er 50 Meter fallen. Ja, den hätten wir vielleicht leben lassen können. Hätten. Aber das ist immer so mit dem Hätten, ne? Es ist gar nicht mehr wirklich so viel in diesem Stadtteil zu tun. Es ist auch, glaube ich, kein großer. Also ich sag mal, hier ist nicht so viel an sich. Da müsste eine Feder sein, da ist sie auch. Ja, ich bin ja auch einmal komplett, das war jetzt aber tatsächlich mein eigener Fehler. Oh mein Gott. Ich gestehe mir einen Fehler in diesem Spiel ein. Aber auch nur in dieser Folge, denn die Folge ist jetzt vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir diesen Stadtteil von Venedig weiter unsicher. Werden jetzt versuchen, auch mal an die Feder heranzukommen. Federn einsammeln, Schätze einsammeln, kleine Nebenmissionen machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Damit. Tschüss.